Grüezi miteinander, meine lieben Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Weltwoche Daily Spezial aus dem Bundeshaus. Mein Name ist Roman Zeller und neben mir steht der Mitte-Ständerat Benedikt Würth aus St. Gallen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Danke vielmals. Erste Frage, und zwar das brennende Thema, das aktuelle Thema natürlich Neutralität. Der Bundesrat Alain Berset hat am Wochenende ein bemerkenswertes Interview gegeben in der NZZ am Sonntag. Er hat gesagt, dass er sich gegen Waffenlieferungen stellt, beziehungsweise für Friedensverhandlungen einsetzt, beziehungsweise die Position so ist. Und er hat aber vor allem den bemerkenswerten Satz gesagt, dass gewisse Kreise in einen Kriegsrausch verfallen. Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen, wo Sie das gesehen, gelesen, gehört haben, Herr Würth? Ja, als ich das gelesen habe am Sonntag, habe ich gedacht, das ist absurd. Also Kriegsrausch, das herrscht im Kreml, das herrscht im Umfeld von Putin und beim Putin selber. Meine Position von der Schweizer Regierung, die eigentlich der Präsident müsste vertreten müsste, ist klar. Der Bundesrat fordert seit dem Februar den Abzug von der russischen Truppen vom ukrainischen Territorium, dass man wieder die Integrität von der Ukraine herstellen tut. Das ist Position. Und vor dem Hintergrund ist es klar, wer der Aggressor ist. Es geht überhaupt nicht darum, jetzt hier von Kriegsrausch zu reden mit Blick auf die Innenpolitik. Ich finde das völlig daneben. Es ist vielleicht der, von dieser Gegenposition, Waffenlieferungen erst dagegen. Das Parlament diskutiert da heftig darüber. Was ist da der entscheidende Irrtum, dass er sich jetzt, wenn er sich jetzt gegen die Waffenlieferungen stellt? Also zuerst muss man mal sagen, es sind ja nicht Waffenlieferungen von der Schweiz. Es geht darum, dass Staaten, die Waffen gekauft haben von der Schweiz vor Jahren, jetzt gefragt haben, können wir die der Ukraine weitergeben. Die Staaten machen eine strategische Überlegung. Die sagen, die eigene Sicherheit und Unabhängigkeit ist tangiert durch den Ukraine-Krieg, durch die Aggression von Russland. Und wir sind der Meinung, dass man mit dieser Weitergabe von Schweizer Waffen auch unsere eigene Sicherheit schützen und stärken kann. Und das ist die Fragestellung. Und vor dem Hintergrund ist es klar, neutralitätsrechtlich könnte man das machen. Es ist nicht so, dass die Haager Konvention, die da immer wieder zitiert wird, den Weg verbauen würde. Überhaupt nicht. Wir bilden hier einen Swiss Finish mit dem Kriegsmaterialgesetz und ich schaue das für falsch an. Neutralitätspolitik, die die Schweiz immer verfolgt hat, die Tradition von unserer Neutralitätspolitik ist, dass man eine Lagebeurteilung macht, dass man die internationale Situation mit einbeziehen tut und dass man dann einzig und allein nach Maßgabe von der Frage, was hilft der Sicherheit und Unabhängigkeit von der Schweiz, entscheiden tut. Und in dem Fall ist für mich klar, dass man jetzt vom Bundesrat so in eine isolierte Position geführt wird, schadet unserer Sicherheit und Unabhängigkeit. Jetzt hat die Schweiz nach dem Ausbruch von der Eskalation in der Ukraine, nach dem 24. Februar letztes Jahr, haben sie sich sofort den EU-Sanktionen angeschlossen. Es stellt sich natürlich die Frage, wie neutral ist heute die Schweiz? Genau, oder? Es war ja so gewesen, dass wir nicht hätten müssen uns anschliessen, die EU-Sanktionen. Bei den UNO-Sanktionen ist es anders, dort sind wir rechtlich verpflichtet. EU-Sanktionen sind ein rein politischer Entscheid gewesen. Das Parlament hat aber auch in der Erklärung, die sie erlassen haben, da, glaube einstimmig gesagt, das ist jetzt richtig, das ist wichtig. Das ist übrigens neutralitätsrechtlich auch zulässig. Ich habe den Schritt auch richtig gefunden. Aber wenn jetzt die Leute, die jetzt dermassen strikt die Neutralität da verteidigen, dann müssen die eigentlich konsequenterweise hingehen und sagen, nein, dann müssen wir jetzt auch bei den Sanktionen nochmal über die Bücher. Das ist eine totale Doppelmoral und das ist auch strategisch nicht mehr nachvollziehbar. Der FDP-Chef Thierry Burkhardt hat in dieser Debatte, wo er seine Motion zu der Wiederausfuhr von der Schweizer Waffe, hat er vor allem auch mit dem Wert, mit der Solidarität gegenüber der Ukraine argumentiert. Wie schlüssig dunkt Sie jetzt das Argument, wenn man da auf der Wertebasis, dass da ein gemeinsamer Konsens, ein Nenner eigentlich vorhanden ist, wie schlüssig dunkt, überzeugt Sie das Argument? Man kann das Argument führen. Ich persönlich schaue es etwas anders an. Ich sage, Neutralität ist ja nicht inhaltlich konkretisiert in unserer Verfassung. Neutralität ist lediglich in den Kompetenzartikeln verankert. Neutralität ist aber ein wichtiges Staatsprinzip von der Schweiz, ganz klar. Aber Neutralitätspolitik ist ein Instrument von der Schweizer Außenpolitik. Und das Instrument richtet sich einzig und allein nach der Frage, was hilft uns,
Sicherheit und Unabhängigkeit von der Schweiz zu wahren, in dieser internationalen Lage, wo wir sind. Und wir haben eine neue Situation, wir haben einen Krieg in Europa, der Bundesrat selber redet von Zäsur, redet von Zeitenwende und weiss ich was, in seinem Neutralitätsbericht, in vielen Vorstössen. Aber ich habe das Gefühl, den Kompass neu ausrichten, überlegen, was hilft uns als Land sicherheitspolitisch, außenpolitisch, das wird nicht gemacht. Russland redet ja davon, oder sie wirft der Schweiz vor, dass die Schweiz nicht mehr neutral ist. Vom Westen, beziehungsweise von der Ukraine, von anderen Politikern, namentlich aus Deutschland, haben wir jetzt auch wieder am Wochenende gesehen, Frau Strack-Zimmermann von der FDP-Sicherheitspolitikerin redet davon, dass man sich auf die Schweiz nicht mehr lassen kann. Quasi fürs Ausland, für den Westen sind wir eben genau noch ein bisschen zu neutral. Sie sagt mir, sie möchte mehr Haltung. Was sagt der Benny Würth? Was ist da quasi die Balance für die Schweiz? Was ist der richtige Weg? Ja, das ist jetzt genau das Problem, oder? Also, auf der einen Seite, Russland sagt, wir sind nicht mehr neutral. Russland hat offiziell auch abgelehnt, dass die Schweiz ein Schutzmachtmandat für Ukraine übernimmt. Also, da ist die Position eigentlich klar. Wir gelten als unfriendly state aus Sicht von Russland. Und in Europa oder quasi bei unseren Partnerstaaten, OSZE etc., dort versteht man das nicht mehr. Man versteht, dass man nicht direkt Waffen liefert, das ist klar. Das wäre auch neutralitätsrechtlich falsch. Mhm. Aber dass man Waffen, die europäische Staaten vor Jahren erworben haben, nicht weitergeben kann, die Ukraine, das versteht kein Mensch. Es ist so, dass das einfach immer die viel zitierte Quelle, wo 1939 der Willy Bretscher, NZZ-Chefredakteur, gesagt hat, Neutralität sei die bedingungslose Gleichbehandlung von Parteien in einem kriegerischen Konflikt. Was sagen Sie vielleicht da noch dazu? Ja, entscheidend ist der Schluss in einem kriegerischen Konflikt. Oder? Wir haben den Zeitpunkt von diesen Waffenlieferungen ist ja lang, bevor der Ukraine-Konflikt ausgebrochen ist. Und die Staaten haben im guten Glauben die Waffen erworben und haben gesagt, das ist das Prinzip der Nichtwiederausfuhr, das hilft uns in unserer Sicherheitspolitik, das hilft uns auch, unsere Sicherheitsinteressen zu verteidigen. Und wenn Deutschland, Dänemark sagen, ja, es ist in unseren Sicherheitsinteressen, der Ukraine beizustehen mit Waffen, dann muss doch die Schweiz das zulassen. Also, Gleichbehandlungsprinzip von der Haager Konvention sagt natürlich, kann man nicht direkt Waffen liefern, aber der Fall, wo wir jetzt hier reden, konkret mit dieser Motion von Thierry Burkhardt, der ist nicht abgedeckt von der Haager Konvention, der Fall wäre neutralitätsrechtlich zulässig und dann kommt eben die Frage, was hilft uns neutralitätspolitisch. Das ist der Punkt, wo viele jetzt hier nicht wollen verstehen, wo meinen Augen auch der Bundesrat nicht will verstehen. Was muss das Ziel sein von der Schweiz jetzt in Bezug auf den Konflikt mit Sicht auf den Krieg? Ja, ich meine, um auf das zurückzukommen, was der Berset gesagt hat, ja, klar, wer wünscht sich das nicht? Frieden in Europa, Frieden in der Ukraine, logisch, das wünscht ja jeder. Nur, wenn man da so fabuliert, oder, und von Verhandlungen redet und so, dann vergisst man, dass der Konflikt ja nicht erst im Februar 2022 angefangen hat, sondern schon viel länger dauert. Wir haben das Minsker Abkommen ja mal ausgehandelt, also nicht wir. Frankreich, Deutschland, Russland, Ukraine, oder? Wir sind da nicht am Tisch gewesen. Das Minsker Abkommen ist mit der Aggression von Russland Makulatur, oder? Also wenn der Bundespräsident das Gefühl hat, wir können solche Prozesse wieder aktivieren, dann frage ich einfach, hat man nicht begriffen, wie Russland mit sogenannten Abkommen umgeht. Solange nicht Russland die Aggression kann umsetzen kann, solange wären die auf irgendwelche Verhandlungen nicht einsteigen. Und das ist einfach die Realität. Ich wünsche mir auch eine andere Realität. Aber ich glaube, wir müssen einfach die Situation klar in die Augen schauen. Wenn wir ja eben das Minsker Abkommen, super spannender Einwurf, dort hat Frau Merkel der Zeit ein Interview gegeben und die Quintessenz, die aus dem Interview rausgeht, ist, dass sie mit dem Minsker Abkommen eigentlich mehr auf Zeit spielen wollte, bis dann eben die Ukraine genug stark war, um sich eben gegen die Aussenmacht, gegen den Aggressor, der schon sich abzeichnet hat, dass das eine wichtige Frage ist, die Ukraine für Russland, dass man dem gegenheben kann. Können Sie das auf eine Art nachvollziehen, dass sich jetzt doofe fragt, dass sich der Putin im Kreml nach Strich und Faden verarscht fühlt, wenn man genau so Stimmen hört, dass Merkel, die federführend war in diesen Verhandlungen, eben eigentlich gesagt hat, ja, wir haben dich verarscht, Kollege.
Also zuerst einmal, es ist ja interessant, oder? Jetzt reden wir von Verhandlungen. Vor einem Jahr haben wir darüber geredet, dass die Deutschen sich da mit dem Minsker Prozess über den Tisch ziehen lassen. Also das Narrativ ist eigentlich in die andere Richtung gegangen, oder? Dass man im Prinzip mit dem Typ, mit dem Putin nicht kann verhandeln, weil der alle Ergebnisse brechen tut. Das war eigentlich die Diskussion vor einem Jahr. Die Deutschen haben dann auf das aber so ein bisschen das Narrativ verbreitet. Immerhin ist es ein Erfolg vom Minsker Format, dass die Ukraine Zeit gewonnen hat, um sich ertüchtigen in der eigenen Selbstverteidigung. Das mag so zutreffen und das wäre auch eigentlich ein durchaus positiver Effekt von der Minsker Verhandlungen. Aber schlussendlich, das Ziel damals ist natürlich klar gewesen, Waffenstillstand, Abzug von der schweren Waffen, Sicherheitszone überwacht durch die OSZE und in dem Sinne auch kein Blutvergießen mehr. Also, meine, das war das Ziel von der Minsker Verhandlungen, vom Minsker Abkommen. Und was ist passiert? Das ist alles torpediert worden durch die russische Aggression. Das ist einfach die Realität. Und wenn jetzt der Bundespräsident von Verhandlungen redet, dann sollte man, glaube ich, die ganze Geschichte der letzten 10 Jahre mit in die Überlegungen einbeziehen und sich einfach die Frage stellen, wie kann man als Regierung, als Bundesrat auf der einen Seite sagen, eine Kriegspartei Russland muss unverzüglich, sagt der Bundesrat, Truppen abziehen und gleichzeitig sagt man Verhandlungen. Also ich weiss nicht, wie das soll funktionieren. Natürlich soll die Schweiz alle Möglichkeiten ausbreiten, alle guten Dienste anbieten, aber ein bisschen mehr konsistent im Verhalten und in der Kommunikation vom Bundesrat und vom Bundespräsidenten erwarte ich schon. Was erwartet Sie konkret vom Außenminister Gassis? Was muss er machen? Auch im Hinblick eben auf Verhandlungen, auf eine diplomatische Lösung? Also der Außenminister und SEDA wird jetzt vor allem müssen in Europa erklären, was wir da genau beschlossen haben. Und insbesondere hat natürlich die Situation hat sich nochmal zugespitzt oder seine Aufgabe ist deutlich schwerer geworden durch das Interview vom Bundespräsidenten. Weil, meine, das versteht wirklich niemand. Ich muss das einfach nochmal unterstreichen. Ich habe demnächst selber, also das EFTA-Parlamentarierkomitee, wo ich dabei bin, im Mai haben wir eine Videokonferenz mit ukrainischem Parlamentsvertretungen, mit dem Außenministerium. Ich weiß nicht, wann ich denen sagen soll, oder? Ehrlich gesagt, wenn ich die offizielle Schweizer Position erklären soll. Probieren Sie es mal. Ja, ich meine, nochmal, wir haben ein Neutralitätsrecht, das halten wir ein, unbestrittenermassen. Wir haben eine Neutralitätspolitik, da geht es um Unabhängigkeit und Sicherheit. Und die Unabhängigkeit und Sicherheit vom Kontinent ist durch den Angriffskrieg von Russland direkt bedroht. Und somit ist auch die Unabhängigkeit und die Sicherheit der Schweiz bedroht. Das haben noch nicht alle Begriffe in dem Bundeshaus. Man kann doch das nicht trennen. Wir sind mitten in Europa und wenn Europa direkt bedroht ist durch den Angriffskrieg, dann sind auch wir letztlich bedroht. Man muss doch nicht meinen, und das zeigt jetzt auch Geschichte, dass sollte der Putin sich zumindest teilweise auf dem Territorium der Ukraine festsetzen und es gibt irgendwie so etwas wie einen Waffenstillstand, dass dann die Story fertig ist. Da wird wieder weitergehen. Das sagen uns seit Jahren alle osteuropäischen Staaten. Sie haben leider Recht bekommen. Jetzt sollten wir endlich begreifen, wie der russische Staat, wie der russische Präsident tickt und funktioniert. Und das ist halt einfach die Situation. Das ist eben die sogenannte Zäsur und Zeitenwende. Und wir wünschen uns irgendwie eine Welt zurück, wo man das Gefühl hat, ja, man kann mit irgendwelchen Agreements dann sich den letzten Krieg aus der Welt schaffen. Leider ist es im Moment so, dass man effektiv nur kann da fordern, was der Schweizer Bundesrat ganz von Anfang an gefordert hat, Abzug von der russischen Truppen, Wiederherstellung von der ukrainischen territorialen Integrität. Und dann müssen wir schauen, wie man eine Nachkriegsordnung baut in Europa, so dass Sicherheit und Stabilität gewährleistet ist. Was wäre vielleicht in ganz kurzen Sätzen, was wäre denn eine nachhaltige Lösung jetzt in diesem Konflikt? Ja, die Russen müssen ihre Truppen abziehen. Das ist die nachhaltige Lösung, ganz einfach.
Jetzt reden wir auch noch kurz über, was passiert ist am Wochenende in Rapperswil. Und zwar, Sie sind ja aus Jona, Sie sind Gemeindepräsident vor den jungen Jahren. Und zwar nachher bei der Gemeindefusion von Rapperswil und Jona sind Sie erster Stadtpräsident geworden. Jetzt ist bemerkenswert, dass am Wochenende hat die Bevölkerung von Rapperswil-Jona darüber abgestimmt, ob ein professionelles Parlament installiert werden soll. Ja, nein. Und die Bevölkerung hat im Widerstand, also gegen alle anderen Parteien, gegen alle, von links bis rechts, von SVP bis SP und Grüne, haben sie gesagt, nein, wir wollen das nicht. Was ist da genau passiert? Wie haben sie das beobachtet? Wie finden sie das? Boah, das ist direkte Demokratie. Also wenn eine Mehrheit sagt, das bisherige System ist eigentlich gar nicht so schlecht, oder in dieser Abwägung sagt, das Parlament wollen wir nicht, wollen da nicht unsere Kompetenzen an 36 Parlamentarierinnen und Parlamentarier abtreten, dann ist das akzeptieren. Ich meine, man kann die Stadt dafür mit einer Bürgerversammlung, also ich habe jedenfalls gute Erfahrungen damit gemacht. Und wie finden Sie das, dass jetzt das abgelehnt wurde, ist ganz persönlich? Ja, ich habe mir einen Grundsatz verleiht, nicht so wie vielleicht manchmal Ex-Bundesräte mit der Landesregierung. Ich habe mir gesagt, wenn ich ausscheide aus dem Amt, und ich da inhaltlich da politische Entwicklungen von Rapperswil-Jona nicht mehr bewerten und kommentieren. Der Souverän hat jetzt entschieden, das zu akzeptieren, und ich sehe keinen Grund, wieso die Stadt mit dem System nicht weiter soll prosperieren. Es läuft ja eigentlich gut, und man muss vielleicht versuchen, halt bei grossen Projekten ja, halt noch stärker die verschiedenen Kreise frühzeitig einzubinden und so halt tragfähige Lösungen entwickeln. Es ist manchmal ein bisschen, mag sein, dass das vielleicht anstrengender ist als in einem Parlament, aber schlussendlich, ich meine, man hat ja keine Garantie, dass Parlamentsbeschlüsse dann auch im Volk jeweils ein Ja finden. Also das sehen wir ja hier in Bern, also auf der eidgenössischen Ebene, sieht man aber auch immer wieder auf kommunaler und kantonaler Ebene. Also schlussendlich entscheidet der Souverän, das hat er gemacht, und jetzt muss man mit dem System leben. Ich brauche jetzt da nichts noch. Es ist ja immer, also man munkelt oder man redet vom letzten gallischen Dorf in der Schweiz. Was macht die Rapperswil-Jona-Bevölkerung so speziell, so anders, so einzigartig im Vergleich zu der restlichen Schweiz? Boah, ich glaube nicht, dass man jetzt da besonders einzigartig ist. Also irgendeine Stadt muss ja die grösste sein ohne Parlament. Jetzt ist es halt Rapperswil-Jona. Und noch vielleicht eine persönliche Frage. Mit welchem Parteinamen fühlen Sie sich eigentlich wohler? CVP oder Mitte? Mitte. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Herr Würth, für Ihre Zeit. Und Ihnen wünschen wir noch einen schönen Tag. Merci. Danke.